Accusé Saukel, vous avez adhéré au Parti national-socialiste en 1925. N'est-il pas vrai? Ich habe der nationalsozialistischen Partei zum ersten Mal lose als einfaches Mitglied schon 23 angehört und bin 1925 bei Neugründung der Partei ihr wieder beigetreten. Mais dès 1921, vous avez soutenu la politique du national-socialisme. Von 1921 an habe ich eine deutsche Politik unterstützt. Ich habe ja 21 noch nicht der Partei angehört. Sie war mir bekannt und ich habe mit ihr sympathisiert. Das ist wohl der richtige Ausdruck. Mais n'avez-vous pas, à partir de cette date, prononcé des discours en faveur du national-socialisme? Ich habe etwa vom Jahre Mitte 21 an für Deutschland Reden gehalten, nicht ausgesprochen für die Partei, im kleinsten Ausmaß, so wie mir das vom Herzen kam, kleinen Zusammenkünften. Vous avez été Gauleiter, membre du Landstat, ministre de l'Intérieur et Reichsstatthalter de Thuringe. Est-il exact qu'en cette qualité, vous ayez effectué la nazification de votre Gau? Ich war Ministerpräsident von Thüringen vom Jahre 1932 ab, von August und zugleich Innenminister. Je repose à nouveau ma question. Est-il exact qu'en qualité de Gauleiter et Reichsstatthalter de la Thuringe, vous ayez réalisé la nazification de votre Gau? Die Nazifizierung, das ist ein Begriff, der mir weder geläufig war, noch den ich für richtig halte. Ich habe für die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei geworben und mich für sie eingesetzt. Vous avez été Obergruppenführer de l'organisation des SS. Ich habe nicht richtig verstanden, der SS. Vous avez été Obergruppenführer de l'organisation SS. Ich habe schon im Verhör ausgesagt, dass ich ehrenhalber Obergruppenführer der SS gewesen bin. Ich habe selbst niemals in der SS Dienst getan oder in der SS Funktionen ausgeübt. À partir de quelle date avez-vous été Obergruppenführer des SS? Nach meiner Erinnerung war ich Obergruppenführer der SS von 1934 an. Et jusqu'à quelle date? Bis zum Schluss. Dans un des documents que vous avez présentés dans votre livre de documents, document Saukel 95, page française, page de la traduction française, page 252, je lis le passage suivant. Mes chers compatriotes, nos magnifiques SA et SS, honnis et persécutés pendant 10 ans, comme leur rebut du peuple allemand, ont mené cette révolution, l'ont soutenue et portée dans une discipline inébranlable. Est-il exact? What are you reading from then? What are you reading from? Du document 95 du livre de documents de l'accusé, Monsieur le Président. Document Saukel 95 qui a été déposé hier par l'honorable défenseur.
page 252 de la traduction française, c'est dans le troisième livre de documents de l'accusé. Je voudrais absolument le bon document s'apprêter. C'est lequel? C'est dans le livre de documents? C'est noté. Mais non, ça j'en ai pas besoin. Ce qu'il me faut, c'est le 3057 pièces immédiatement. Je vous reprends la question. Dans ce document, je lis. Mes chers compatriotes, nos magnifiques S.A. et S.S., honnis et persécutés pendant 10 ans, comme le rebut du peuple allemand, ont mené cette révolution, l'ont soutenue et portée dans une discipline inébranlable. Confirmez-vous cette déclaration? Ja, ich bitte mir aber das Dokument zu geben oder im Kreuzverhör, dass ich dazu eingehend Stellung nehmen kann. Ce document est extrait du livre de documents que vous avez vous-même déposé. Jawohl, ist mir wohl bekannt. La législation de Nuremberg sur les Juifs correspondait-elle à vos convictions? Gesetzgebung. Wie sie den Juden, wie sie den Nürnberger Gesetzen entspricht, war ja von mir nicht beeinflusst. Die Überzeugung, die ich habe, ist die, dass ein jedes Volk und jede Rasse das Recht hat, zu existieren und den Anspruch hat, respektiert zu werden und geschützt zu werden durch sich selbst. Was ich für das eigene Volk in Anspruch nehme und genommen habe, ist genau dasselbe. Avez-vous veillé à ce que les lois de Nuremberg fussent pleinement appliquées dans le Gau de Thuringe? Die Nürnberger Gesetze konnten sich in Thüringen für mich nur auf die Eigenschaft von der Beamten, der Ernennung oder Absetzung von Beamten erziehen und ich hatte selbstverständlich nach deutschem Gesetz die Pflicht, das Gesetz durchzuführen. Es war mit diesem Gesetz weder eine Misshandlung, noch sonst eine andere unmenschliche Handlung verbunden, die ich durchzuführen gehabt hätte. Est-ce que vous approuviez la théorie hitlérienne de l'espace vital, du Lebensraum? Vom Lebensraum hat der Führer in seinem Buch geschrieben. Inwieweit ich dem zustimmte oder nicht, kann meines Erachtens in diesem Prozess nicht für mich zur Sprache gebracht werden, denn ich habe darauf keinen Einfluss gehabt, wie der Führer selbst das Wort Lebensraum auffasste. The tribunal thinks that you must answer the question whether or not you approved of the doctrine of Lebensraum. Es ist mir, sind mir die Ausführungen, die der Führer über den Begriff Lebensraum gemacht hat, das bitte ich mir zugute zu halten, nicht voll gegenwärtig. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich nicht die Frage des Lebensraums mit der Durchführung von Kriegen und Angriffskriegen jemals gedanklich in Verbindung gebracht habe. Ich habe das auch nicht gedanklich weitergegeben,
sondern der Begriff Lebensraum ist für uns vielleicht am besten gekennzeichnet gewesen durch die Tatsache, dass die europäische Bevölkerung sich in den letzten 100 Jahren verdreifacht hat, von 150 Millionen auf 450 Millionen. Je vous répète ma question. Approuviez-vous ou non la théorie du Lebensraum? Répondez-moi par oui ou par non. Ich habe der Theorie des Lebensraumes nicht zugestimmt, wenn es sich Angriffskriege gehandelt hätte. Approuviez-vous la théorie hitlérienne de la race supérieure? Ich könnte vielfältig nachweisen, dass ich die Betonung einer Herrenrasse persönlich und auch in Ansprachen stets abgelehnt habe. Stehe persönlich auf dem Standpunkt der Tüchtigkeit, aber nicht des Herrentums. Vous ne considériez pas alors que la politique étrangère de l'Allemagne devait être déterminée en fonction de ces deux théories, théorie de l'espace vital d'une part, théorie de la race supérieure de l'autre. Ich habe schon meinem Verteidiger gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich mich mit Außenpolitik nicht befasst habe, nicht über sie informiert wurde, da ich kein Außenpolitiker bin. N'avez-vous pas approuvé, au contraire, toutes les mesures de politique étrangère de Hitler? Et n'y avez-vous pas collaboré? On n'a pas le texte allemand, les choses en allemand. Perhaps we better break off now and you can repeat that question tomorrow.